Thank you. Now for 3 minutes, Mrs. Varner. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich begrüße die Gelegenheit zur Aussprache über die Kohäsionspolitik hier im Plenum des Europaparlaments. Der Herr Kommissar hat es ja auf den Punkt gebracht, die Kohäsionspolitik ist das Hauptinvestitionswerkzeug der Europäischen Union. Als Schattenberichterstatterin für den Bericht Kohäsionspolitik in Berggebieten darf ich mich sehr herzlich bei Frau Jotova für ihre Arbeit bedanken. Es ist wichtig, dass die EU neue Wege findet, die Gebirgsregionen besser zu unterstützen. Und gerade seitens der Kohäsionspolitik gibt es einige Hebel, die man besser nützen kann. Wir wissen, dass es kein One-Size-Fits-All-Modell geben kann, welches überall angewendet werden kann. Aber ich denke, die Gebirgsregionen stehen doch alle vor ähnlichen Herausforderungen. Sei das dem Klimawandel, sei das des Zugangs der Bevölkerung zu öffentlichen Dienstleistungen, zu Bildungseinrichtungen, zum Arbeitsmarkt, wobei hier auch insbesondere die Rolle der Frauen und die Situation der Frauen in Gebirgsregionen meiner Fraktion, den Grünen, ein besonderes Anliegen ist. Denn Frauen, insbesondere in Gebirgsregionen, haben geringere Beschäftigungschancen und auch eine geringere Beschäftigungsquote im Vergleich zu Männern und sind weniger in den traditionellen Wirtschaftsbereichen integriert. Und wenn sie beschäftigt sind, so zeigen das die Studien aus diesen Regionen, dann sind sie entweder in Teilzeit oder in schlecht bezahlten Jobs. Und ich denke, diese Herausforderung müssen wir uns als Europaparlamentarier, Parlamentarierinnen insbesondere annehmen. Es gibt zum Beispiel ein sehr gutes Projekt, das wir auch erwähnen wollen, ein Internetprojekt Women Alpnet nennt sich das, das die Teilnahme von Frauen an der nachhaltigen Entwicklung im alpinen Raum explizit fördern will. Wir freuen uns auch, dass in dem Bericht die Rolle der Gletscher und die Rolle der Gebirge als Öko- und Wassersysteme eine besondere Berücksichtigung findet. Laut Berechnungen sollen ja die Gletscher in Europa bis 2050 abgeschmolzen sein und dieser fatalen Entwicklung muss die EU entgegenwirken und ich denke, wir sind viel mehr von unseren Ökosystemen abhängig, als so manche denken und es ist unsere Aufgabe, sie zu bewahren. Es gibt also einige sehr positive Punkte in dem Bericht. Wir werden aber auch zwei Split- bzw. Separate Votes bei der Abstimmung beantragen, vor allem was zum Teil das Wording betrifft. In dem Bericht werden Gebirge zum Teil als Hindernis bezeichnet, über das man unbedingt Straßen oder andere Verkehrsverbindungen bauen muss. Wir Grüne sind hier naturgemäß anderer Ansicht. Gebirge sind für uns in erster Linie verwundbare Ökosysteme, bei welchen jedes Bauvorhaben, gerade im Infrastruktur Bereich massiven Schaden auch anrichten kann und der Mensch sollte sich dem Berg anpassen und nicht andersherum. Ein zweites Split-Vote werden wir beantragen bei der Formulierung, dass Solar- und Windkraftanlagen Beeinträchtigungen der Landschaft sein könnten. Auch das sehen wir Grüne naturgemäß anders. Und wir müssen in jedem Fall sicherstellen, das ist in diesem Bericht auch enthalten, dass Gebirge nicht als Materiallager für die umliegenden Regionen missbraucht werden, sondern als empfindliche Ökosysteme, welche einen großen Einfluss auf unser Wohlergehen haben, wahrgenommen werden und auch entsprechend unterstützt werden. Und als Österreicherin möchte ich hier positiv die Alpenkonvention hervorheben. Danke. Vielen Dank. Now, on behalf of the group, Deputy Rosa D'Amato, 1.5 minutes, Herr Lopez. Grazie Presidente. Mercoledì voteremo report importanti sugli strumenti innovativi e una mozione di risoluzione sulla